Hallo Peter, guten Tag. Du schreibst, du hast eine Artikelliste, da stehen die Artikel drin mit dem Einzelpreis und dann möchtest du eine monatliche Ausrechnung haben, was du denn an Material verbraucht hast, wo du hier einträgst, was ausgegeben wurde mit Datum, mit der Menge und dann soll das Programm hinterher automatisch ausrechnen die Kosten des Verbrauchs, einmal vielleicht gesamt und dann nach Artikeln. Das heißt, wie viel Schrauben hast du in dem Monat verbraucht, wie viel Dübel und so weiter. Du schreibst, du holst dir die ganzen Artikel mit einer Dropdown-Liste. Das ist eine super Lösung, aber ich hätte noch eine andere Idee, was vielleicht noch schneller geht. Wenn du hier diese Artikelliste hast und hast hier diese Artikelnummern, ich nehme mal dieses 2056, das trage ich hier mal ein, 2056. Und wenn du jetzt hier die Bezeichnung hinhaben möchtest, dann kannst du das auch mit dem Verweis machen. Das geht eventuell noch wesentlich schneller als mit der Dropdown-Liste. Verweis. Und zwar, ich gehe mal hier in den Assistenten. Das erste, was ich suche, das ist das Suchkriterium. Ich suche praktisch nach dieser Artikelbezeichnung. Ich suche in einer Matrix, in einer Aufstellung. Das ist diese Aufstellung. Und die stelle ich mit der Funktionstaste F4 fest, weil ich die Funktion hinterher weitergeben möchte. Und in welcher Spalte suche ich in diesem Fall? Ich suche in diesem Fall nach der zweiten Spalte, die in dieser Matrix, in dieser Liste war. Und dann gibt es noch diesen Bereichsverweis. Da kann ich eingeben, wahr oder falsch. In diesem Fall muss ich falsch eingeben, damit das Programm, es gibt ja nicht alle Nummern, manche fehlen ja, damit das Programm wirklich exakt nach dieser Nummer sucht und nicht irgendwie was dazwischen. Und dann habe ich hier meine Schlossschraube. Gucken wir mal, ob das stimmt. Jawohl, Schlossschraube. Jetzt möchte ich die dritte Spalte mit dem Einzelpreis nochmal haben. Ich mache es hier an dieser Stelle auch nochmal, gleich S-Verweis. Und ich mache es mal von Hand. Das Suchkriterium ist wieder hier meine Artikelnummer. Ich setze das Semikolon, um in das zweite Kriterium zu kommen. Jetzt muss ich wieder meine Matrix anwählen, den kompletten Bereich, und den stelle ich wieder mit der Funktionstaste F4 fest, setze das Semikolon, um in das nächste Argument zu kommen. Und jetzt fragt mein Programm, welche Spalte ist das? Das ist Spalte 1, 2, 3, die dritte Spalte. Setze wieder das Semikolon und jetzt wird es mir hier nochmal erklärt. Wahr ist, wenn ich das eintrage, der ungefähre Wert. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Artikel habe mit 2025 und ich würde 2026 angeben, dann würde wahrscheinlich der Gewindestift rauskommen. Und das ist ja falsch. Es soll eine exakte Übereinstimmung sein und deswegen muss ich hier das Wort falsch eingeben. Und schließe meine runde Klammer. So. Und diese Funktion, die kann ich jetzt nach unten weitergeben. Hier auch. Hier kriege ich jetzt überall Fehlermeldungen. Ich hätte jetzt mit der Funktion noch arbeiten müssen. Wenn diese Zelle leer ist, dann mach nichts, sonst nimm den S-Verweis. Aber das habe ich mir an dieser Stelle mal gespart. Und wenn ich jetzt hier nochmal eine Artikelnummer eingebe, ich suche mal eine, ich nehme mal 3050. Dann kriege ich hier meinen Splint. Wenn ich jetzt 3051 nehme, die Nummer, die es nicht gibt, dann bleibt meine Fehlermeldung, weil ich mit diesem letzten Faktor falsch gerechnet habe. Ich muss also wirklich exakte Nummern eingeben. Was habe ich hier nochmal? Du wirst die Nummern ja irgendwann auswendig können wahrscheinlich. Dann ist das also ein ganz leichtes Spiel. Und es geht vielleicht noch schneller als mit der Dropdown-Liste. Aber das ist ja eigentlich gar nicht deine eigentliche Frage. Du möchtest ja hinterher wissen, wie viel Schrauben hast du im Monat ausgegeben, wie viel Splinte und so weiter. Aber ich denke mal, das wird für dieses Video zu lang. Da mache ich noch ein zweites. Aber vielleicht schon mal eine tolle Anregung, in diesem Fall mit dem Verweis zu arbeiten. Es geht wahrscheinlich ein bisschen schneller als mit der Dropdown-Liste, obwohl das auch eine super Lösung ist. Peter, ich melde mich wieder, wenn ich das zweite Video habe. Bis dann. Tschüss.